Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir Jonna, der Kräuterfrau, auf den Fersen sind. So, ja. Hallo Jonna. Ich habe deinen Schal gefunden, bei Lothars Haus, beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Thjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Ich habe gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lasse mich weder hintergehen, noch habe ich's vergessen. Und deswegen willst du ein unschuldiges Kind töten? Na klar, das Leben ist hart, sowas passiert. Aber ein Kind töten? Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Also ich entschuldige mich, aber ich werde diese Kriminelle keinesfalls unterstützen, weil ein Kind zu töten wegen Liebespech oder einem unglaublich hinterhältigen Partner, der nach 10 Jahren einfach so verschwindet. Entschuldigung, aber da ist vorbei. So, Lothar, komm her. Und? Weißt du, wer den Netzdang aufgestellt hat? Deine alte Freundin Jonna. Eine alte Freundin von dir, Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihnen die Ehre nehmen, sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Wie du willst. Ist zwar auch hart, aber besser als ein Kind zu töten, ein unschuldiges Kind. Du verdienst eine Strafe, aber nicht auf diese Art. Gut, ich mach's. Den Göttern sei Dank. Lass die Götter aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Oh ja. Ärger wie ein Hexer. So, schneide Jonas Namen in den Nitzdang. Machen wir. J-O-N-N-A. Möge es schnell und schmerzlos sein. So, ich habe ihren Namen reingeschnitten, der Fluch macht den Rest. Und? Hat's funktioniert? Ja. Dein Sohn wird sich bald erholen. Und Jonna wird sterben. Danke, Hexer. Meinen tausendfachen Dank. Mein Sohn bedeutet mir alles. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er tot wäre. Deine Belohnung. Isst du mit uns, bevor du weiterziehst? Nein, mir ist nicht danach. Mhm. Boah, essen könnte ich jetzt aber auch, ehrlich gesagt, was? Ein Erfahrungspunkt, jetzt schauen wir nochmal runter ins Dörfli und schauen mal, was mit Jonna geschehen ist. Oder was mit Jonna gerade geschieht. Und ich weiß, es ist wirklich, wirklich hart, was ich gerade gemacht habe, aber ein unschuldiges Kind töten, da hört's einfach auf. Jonna liegt nicht im Bett. Das heißt, sie ist nicht krank. Hallo, du bist nicht aus dem Kalt geworden, oder? Ist kalt geworden, sagt er. Jonna war nicht mehr aufzufinden. Auch egal.
Nun gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, machen wir dieses Rennen hier. So. Hallo, schnell Oswald. Sie nennen mich den schnellen Oswald, weil ich schnell bin. Okay. Hallo, Rennleiter. Ah, du bist's. Ja, ich bin's. Der erste Fremdländer, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Ja. Reitest du mit? Ja. Es ist noch Platz. Ja. Ich reite. Einfach mal zur Abwechslung, was Schönes. Ja, ich reite. Vielleicht gewinne ich sogar. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß. Hört, Leute, das Rennen geht gleich los. Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva. Oh ja, das tut er. Greift euch die Zügel und schwingt euch in die Sättel. So, und los geht's. Für Freya. So, auf geht's. Galopp, Plötze, Galopp. Hier ist die Strecke, okay. Einfach der Strecke folgen. Halt Abstand, Penner. Ja, halt Abstand, Penner. Oh, die schöne Brücke. So. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Ja, außer Geralt von Riva, mit seiner Plötze. Halt Abstand, Penner. Ich wüsste halt gerne, wo das Rennen zu Ende ist, um mir meine Pferdeausdauer aufzusparen oder aufsparen zu können. Jetzt muss ich nämlich vom Galopp runtergehen. Alter, nein, nicht hier. Hier kurz vorm Ziel, natürlich. Es lädt. Es lädt immer noch. Es war, wie du vorausgesagt hast. Du hast gewonnen. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. Danke. Schön, und was haben wir bekommen? 80 Kronen. Nice. Cool. Dann würde ich sagen, wir machen die anderen Rennen auch noch. Schocktherapie könnten wir auch noch machen. Das ist auch auf Arzgellige noch. Yep, das machen wir. So, dann machen wir das noch. Und würde ich sagen, dann machen wir wieder ein Rennen. Serikanische Scheuklappen. Interessant. 60. Die hatten 20. Schön. Können wir auch Plötze ein bisschen aufrüsten. Besuche Egil. Ich reise dort per Schnellreise hin. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo dieser Baum war. Da. Und es sind plötzlich auch wieder Fragezeichen da. Da, 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 hier, dort. Da waren wir auch nicht. Oh, Schande. Keine Ahnung, warum. Und keine Ahnung wieso, aber sie sind plötzlich da. Entweder habe ich die vorhin nicht gesehen. Oder sie waren nicht da. Oder ich werde... Pass auf, ich mache das so. Plötze. Wo ist Plötze? Da ist Plötze irgendwo. Genau hier. Die serikanischen Scheuklappen sind auch hübsch, ja? Ja, sind okay, aber erfüllen irgendwie nicht ihren Zweck, weil die verdecken genau die falsche Richtung eigentlich. Scheuklappen sollen die Blickfreiheit zu den Seiten eigentlich einschränken. Banditenlager, um eben Gefahren von der Seite auszublenden, damit das Pferd nicht unnötigerweise scheut. Damit es sich quasi vom Reiter alleine leiten lässt und nicht auf eigene Faust irgendwie ausweicht oder so. Zack. Alter, wie schön. Okay, gut, haben wir das Banditenlager jetzt befreit. Wer seid ihr denn? Fischer. Halt dich von anständigen Leuten fern. Halt die Klappe. So. Dann steigen wir wieder auf unser Plötzeken. Schneller. Und reiten weiter nach, was weiß ich, wie das Dörfli heißt. Ich glaube, keine Ahnung.
Nein, wirklich keine Ahnung. Oh, Kühe. Ah, hier sind wir. Schön. So. Unser Plötzi. So, wo ist denn das Dörfli jetzt? Ist das das da links oben, oder wie? Ja, das ist es. Blandare. Kommt mir auch bekannt vor, da haben wir auch irgendwas gemacht schon. So. Abspringen. Schnell reisen. Da oben nördlich von Blandare ist auch noch was. Verflucht sei die Neugier. So. Dann reiten wir da halt auch noch hin. Was soll's. Hier entlang. Plötzi. Hier. Ein Ort der Macht? Nein. Bewachter Schatz? Wo? Unten drunter? Unten drunter also. Aha. Ah, hier drinnen vielleicht. Na komm schon. Okay. Interessant. Und jetzt? Wo ist der Schatz? Da ist der Schatz. Schön. Wieder ein paar Sachen aufgenommen. Das war der bewachte Schatz. Das ist schön. Das macht Freude. So, dann haben wir das. Dann können wir wieder auf Plötze aufsteigen und können nun zurückreiten ins Dörfelein. Hey! Hey! Hier sind Parkruften. Okay. Arzgellig Blandare. Ich sage immer Arzgellige, nicht wahr? Obwohl das eigentlich falsch ist. Es heißt eigentlich nur Arzgellig. Naja, auch egal. So. Dann würde ich sagen, wir reisen like a Phoenix, nämlich. Wir reisen, hier direkt ist kein Schnellreisepunkt. Dann reisen wir ins Druidenlager. Auch wenn das so ziemlich unnötig ist, weil wir wären genauso schnell, wenn wir reiten würden. So. Hier ist das Druidenlager. Eine Ringelgans hat er gesehen. Wow. Der Hammer. Igil. Ja, genau, Igil. Hier ist noch ein Ort der Macht. Das muss ein Ort der Macht für Irden. 250 Plötze. Da ist Plötze. Komm her, Plötze. Ach, das ist wieder der Wald mit der riesigen Krabbspinne, nicht wahr? Ja, das dürfte der Wald mit der riesigen Krabbspinne sein. Und mit den Endragien. Okay, den Wald könnten wir auch noch säubern. Weiß ich aber nicht, ob sich das lohnt, weil ich glaube, das sind einfach random Viecher, die nachspawnen. So ist gut. Heya! Ja, dann halt nicht Plötze. Langsamer. So. Aber jetzt sehr gut. So, bin ich wieder mal mit unserer wunderschönen Freundin Plötze einen Berg hochgeritten. Ist das nicht schön? So, und hier oben soll sich ein Druide versteckt halten. Hier unten ist er. Und wir sollen ihn erschrecken. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Oh,
Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Und wann hast du deine Stimme verloren? Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Leb wohl. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Wie kann ich das machen? Ist das da das, wofür ich es halte? Funktioniert das? Offenbar. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Das Feuer brennt. Was ist das jetzt? Muss ich da jetzt Musik spielen oder? Warte mal. Auch nicht. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht solltest du gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Ah, wenn er schläft, natürlich. Das bedeutet, ich muss jetzt meditieren, oder wie? Meditiere mal bis hierhin. Das ist so ziemlich die... Ich will jetzt nicht sagen langweiligste Quest, aber so ziemlich die langweiligste Quest bis jetzt. Ich meditiere noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Er hat kein Feuer, aber bitte. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen, das ist schön. Anzünden. Ausmachen. Ja. Auch nicht. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Ich... mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Okay, na gut, dann... gehe ich nochmal zu ihm und fordere eine Erklärung. Ja. Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich mag es nicht, wenn ich zum Narren gehalten werde.
Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Es ist wahr. Die Legenden lügen. Irvet, aha. Okay, das war jetzt eine Quest. Okay, ich enthalte mich jedes Adjektivs. So, Heldenrennen Verlund. Waren wir da nicht schon? Ich glaube, da waren wir schon. Die Geschichte der Großbartbrüder können wir auch nochmal machen. Aus einem fernen Land ist in Velen, eiserne Jungfrau Gundar können wir noch machen. Firisdal. Entweder. Wo waren wir denn jetzt gerade? Giddy Knights, okay. Wir waren in Ranveig, okay. Das heißt in Verlund, in Firisdal. Okay, 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 okay. Das bedeutet, wir könnten auch jetzt... Ich probiere den jetzt einfach. Ich gehe da jetzt einfach hin und probiere das einfach. Punkt. Wenn wir es schaffen, schaffen wir es. Wenn wir es nicht schaffen, hallo? Schaffen wir es nicht. Schwalben haben wir. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Was soll uns geschehen? Außer der Schmach und der Schande es nicht geschafft zu haben. So, Quen ausrüsten. Das ist sogar gar nicht mehr so. Weg. So, jetzt fange ich wieder an zu zählen. Eins, zwei, weg. Okay. Erdgenius. Ah, und eins, zwei, drei, weg. So, zack, zack, zack und weg, okay? Okay, ich sollte vielleicht besser ausweichen. Warum habe ich das Erdgenius eigentlich nicht angegriffen und besiegt? Ich meine, so heftig ist da jetzt auch nicht der Kampf. Okay. Und der Zyklop, der da unten ist, ist glaube ich auch nicht so schwer. Da haben wir jetzt schon stärkere Kreaturen besiegt. Wow, okay, wir springen auch noch rein. Das ist natürlich die beste Methode, einen Kampf zu gewinnen, in den Angriff des Gegners hineinzuspringen. Zwei, drei und weg. Okay. Ja, okay. Nein. Soja, Mann, nicht, Junge. 2, 3 und weg. Zack, zack, zack und weg. Na? Okay, okay, okay. Das Zeichen Art. Was in den Büchern übrigens anders heißt. Boah, wie hieß das? Wie hieß das in den Büchern? Das Zeichen des... Das Zeichen des... ich weiß es nicht. In den Büchern gab es noch ein Zeichen, das nämlich jemanden zum Einschlafen zwingt. 3, 4 und weg, okay. Ja, er ist gleich down, möchte ich sagen. Okay, das haben wir. Okay, okay, okay. Nein, du springst nicht. Nehmen wir alles. Dankeschön. Zweieck, okay. Nehmen wir auch alles. Dankeschön.
Inventar, wir reparieren unser Schwertchen. Mit diesem da. Das war das letzte seiner Art, das wir besaßen. Schön. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich, weißt du was, wir gehen jetzt noch zu dem Zyklopen. Zu diesem da. Und erledigen den jetzt auch noch ganz geschwind. Ich hoffe, wir kommen hier den Berg hoch. Am besten ich gehe hier. Und dann kann ich runterrutschen auf der anderen Seite. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, dass ich nicht einfach nur hinunterfalle. Das wäre nämlich peinlich. Wir waren hier schon mal und wir sind bereits gefallen. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Alter. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt Quinn aktiviert. Und du bist Level 30. Okay. Eins, zwei, nein. Ja, den kriegen wir down. Na komm. Oh, 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 oh. Ich hab zu lange gewartet. Ich hab zu lange gewartet. Oh, verdammt. Und das Schlimme ist, der kann uns noch die Klippe hier runterwerfen. Okay, eine Schwalbe. Und Quinn. Nein. Okay. Oh, 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 okay. Der hat uns jetzt übel zugerichtet. Ich würde sagen, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Schwalbe. Und jetzt vorsichtiger spielen. Wir sind tot. Okay. Er ist auch tot? Nein, er hat sich einfach nur schlafen gelegt. Gut. Oh, verdammt. Wann hat das Spiel das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht. Verdammt. Bereite dich mit Tränken und Ölen auf den Kampf vor. Ja, das weiß ich. Das tue ich doch. Das tue ich doch. Nein, habe ich nicht getan. Schade. Tanzender Stern, Kartätsche und Samon. Ich sollte vielleicht schauen, wogegen Zyklopen? Jetzt kann ich die Druiden-Mission nochmal machen. Okay, gut, machen wir. Blöze. Hallo, Blöze. Warum speichert das Spiel nicht, wenn ich eine Mission erledigt habe? Ich verstehe es nicht. Aber ist auch egal, ich muss nicht alles verstehen. So. Langsamer. Na, komm schon. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Ich wollte eigentlich in dieser Folge noch den Zyklopen besiegen. Hallo? Plötze, du... Wieso änderst du von selbst deine Richtung in... auf einen Hügel zu, den du offensichtlich nicht besteigen kannst. Oder willst. So. So, einfach ohne Reden. Machen wir ihm das Feuer an. Ja, okay, er hat uns den Mittelfinger gezeigt, dann machen wir ihm das Feuer aus.
Okay, er zeigt mir den Mittelfinger. Das ist gut. Und jetzt leg dich bitte schlafen. Moment, ich muss niesen. So. Ich habe genossen, muss ich sagen. Und jetzt gehe ich jetzt einfach mal direkt hier hin. So. Jetzt legt er sich bitte schlafen. So, lege er sich schlafen. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Ja, das sollte ich vielleicht. Ich sollte vielleicht aber auch einfach sein Feuer wieder anzünden, damit er schlafen geht. Geh bitte schlafen. Geh bitte schlafen. Ja, sorry, ich würde gerne ihn schlafen schicken, aber ich kann nicht. Du sollst plötzlich beruhigen. Jetzt ist sein Feuer wieder aus. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Geh bitte schlafen. Gut, dann rede ich halt erstmal mit ihm. Bist du der stumme Du? Ja, das ist er. Ja. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu... Nicht... So. Wann hast du denn... Drei, leb wohl. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ah, jetzt geht er schlafen. So. Guten Morgen! Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Ich... Mein Schweigegelübde! Alles umsonst! Drei Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen! Zufrieden? Ich wurde reingelegt. Oh, tut mir leid. Ja, okay, okay. So, dann laufe ich jetzt zu den anderen, stelle den wieder, hol mir meine Belohnung und dann laufe ich wieder zum Genie, besiege das erneut. Der Ruha? Ja, ja, ich mag es nicht. Ich werde. Ja, ist gut, Schocktherapie. Ist gut. Quest abgeschlossen, was habe ich bekommen? Gar nichts. 75 Erfahrungspunkte, naja. Hey, da ist ja noch ein Rufzeichen. Hallo. Du bist ja nicht jünger. Du musst dein Wissen weitergeben. Ich bin keine Forelle, die zum Leiden kommen muss. Tue und lasse, was mir passt. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja? Was willst du? Wer war der Druide, mit dem du eben gesprochen hast? Der nette Alte, mit dem du gesprochen hast. Wer war das? Er gehört zu unserem Kreis. Gremist. Ein großer Alchemist. Und ein elender Sturkopf. Nun, ich hatte bisher viel mit Zauberinnen zu tun. Und ich weiß, je größer das Wissen, desto größer die Arroganz. Aber Zauberinnen nehmen doch Lehrlinge auf, oder? Gremist nicht. Er hat so viele Rezepte im Kopf, weiß so viele Möglichkeiten, tödliche Gifte zu absorbieren. Aber er nimmt sein Wissen lieber mit ins Grab, statt es weiterzugeben. Denkst du, er würde es an mich weitergeben? Macht er vielleicht eine Ausnahme und gibt sein Wissen an mich weiter? Das ist so wahrscheinlich, als sprösse hier ein Mistzweig. Na dann rede ich mal mit ihm. Mann, Frucht. Siehst Blätter. Ich will mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Hau ab, du störst mich.
Du scheinst nett zu sein. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Bin ich aber nicht. Und werde ich auch nie sein. Ich bin Droide geworden, um anderen aus dem Weg zu gehen. Um nicht immer lächeln zu müssen. Um kein Mitgefühl vorspielen zu müssen, wenn mich das Leiden der anderen weniger als ein paar Birkenzapfen interessiert. Also sage ich es dir klipp und klar. Geh mir aus den Augen, bevor sie dir von was auch immer geraubt werden. Würdest du mir alles über die Alchemie beibringen? Ich möchte, dass du dein Wissen mit mir teilst, mir alles über die Alchemie beibringst. Oh, Entschuldigung. Du? Mein Lehrling? Das ist absurd. Wenn du schon dabei bist, warum fragst du nicht Udal Rekapa Spikarok mit dir teilen will? Ich meine es ernst. Wirklich? Dass ich nicht lache. Ich habe mein ganzes Leben der Alchemie verschrieben. Ich habe Tage und Nächte mit Destillierkolben verbracht. Bin fast an Dämpfen erstickt. Hab meine Haut mit Säure verätzt. Wenn du also denkst, dass ich dir verrate, was ich durch jahrelange harte Arbeit gelernt habe, wirst du dich. Sehr sogar. Ich verspreche dir, ein guter Schüler zu sein. Das wird jetzt sehr viel bringen wahrscheinlich. Ich werde dir ein guter Schüler sein. Das bezweifle ich. Du verstehst ja nicht mal, dass ich dich hier nicht haben will. Allerdings bereite ich gerade ein schwieriges Ritual vor, deshalb könnte ich Hilfe gebrauchen. Das ist deine. Wenn du drei Dinge für mich tust, nehme ich dich als Lehrling auf. Oh. Sieh mal einer an. Es gibt also doch einen Weg. Komm runter von deinem hohen Ross und hör zu. Erstens musst du mir Gauchheil aus dem Moorskogenwald bringen. Zweitens brauche ich eine Flasche Alkohol aus der alten Destillerie vom Hagelhügel. Und drittens musst du Frithjof überzeugen, mir beim Ritual zu helfen. Er ist wie ich Droide. Du findest ihn in der Nähe von Blandare. Ich glaube, er ist wegen einer Einfuhrsache dort. Und? Hilfst du mir? Wer ist Frithjof? Dieser Frithjof, wer ist das? Ein Wählermarker. Hm? Du kennst das Wort nicht? Und ich habe versprochen, dich zu meinem Lehrling zu machen? Ein Wählermarker ist ein Droide, der das Wetter beeinflusst. Er kann einen Sturm beenden, es hageln lassen, Feinde mit Blitzen in Asche verwandeln. Du solltest lieber höflich zu ihm sein, wenn dir dein Leben lieb ist. Ein Wedermarker also, ein Wettermacher, okay. Wofür brauchst du den Alkohol? Zum Saufen wahrscheinlich. Alkohol? Wofür brauchst du den? Wie du als zukünftiger Lehrling wissen solltest, ist Alkohol die Grundlage für alle Tränke. Mhm. Guter Alkohol bedeutet gute Tränke. Dieser Alkohol ist unvergleichbar. Seine Stärke, sein Aroma. Ach. Leider ist die Destillerie auf dem Hagelhügel verfallen. Seitdem fehlt uns der Nachschub. Aber dir wird schon was einfallen, oder? Du bist so zuversichtlich. Ja. Und wozu brauchst du Gauchheil? Gauchheil. Soviel ich weiß, wird er in der Alchemie nicht gebraucht, außer... Da will das Ei wieder klüger sein als die Henne. Das ist kein gewöhnlicher Gauchheil, sondern einer aus dem Moorskogenwald. Wenn an den Gerüchten was dran ist, wacht dort eine Kreatur eifersüchtig über alle Kräuter. Eine Waldkreatur, die eifersüchtig Geheimnisse hütet? Kommt mir bekannt vor. Nun gut, ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber dieses Ritual, worum geht es da? Wenn du mein Lehrling sein willst, darfst du keine Fragen stellen. Ich entscheide, was ich dir sage und wann du was zu tun hast. Jetzt geh, bevor ich noch meine Meinung ändere. Okay, dann machen wir das. Aber zuerst gehen wir hierhin und drücken mal F5. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir begeben uns dorthin und besiegen erst einmal das Genie, das wir schon besiegt hatten.
Allerdings wurde das nicht gespeichert. Ich bin glücklich darüber. So, da haben wir auch schon das Genie. Und bevor wir jetzt einen Kampf gegen das Genie beginnen, würde ich sagen, sehen wir uns erst einmal den Endscreen an. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Endscreen. Was haben wir dieses Mal gemacht? Wir haben... Ja, was haben wir denn gemacht? Wir sind ein Rennen... Wir haben ein Rennen geritten. Wir haben die Olle zu Tode verurteilt, da in dem Dörfli, das den kleinen Jungen töten wollte. Oder war das vorige Folge? Nein, das war diese Folge, war das. Und wir haben... Was haben wir denn noch? Irgendwas haben wir noch gemacht. Genau, den stummen Druiden haben wir von seiner Stummheit unter Anführungszeichen geheilt. Die eigentlich ein Schweigegelübde war. Schön. Das war so ziemlich die schlechteste Quest, die ich bis jetzt gemacht habe in diesem Spielchen hier. Muss ich leider sagen. Muss ich wirklich leider sagen. Dann haben wir dieses Genie hier schon einmal besiegt. Dann haben wir uns an dem Zyklopen versucht. Waren aber... Naja, ich war zu blöd. Ich muss zugeben, ich habe zu blöd gespielt. Und bin gestorben. Alles war verloren und wir mussten die Mission mit dem Druiden noch einmal machen. Jetzt haben wir zufälligerweise eine neue Mission gefunden von einem Alchemisten, der uns hoffentlich höhere Alchemie beibringt. Was das jetzt genau bedeutet, habe ich keine Ahnung von, aber falls es so ist, freue ich mich auf stärkere und wirkungsvollere Tränke. Und jetzt sind wir gerade im Begriff, das Genie noch einmal zu besiegen. Ich habe gespeichert, Gott sei Dank. Wenn ich das Genie besiegt habe, werde ich nochmal speichern. Dann gehen wir nochmal zum Zyklopen und dann machen wir die Quest für den Alchemisten. Ich bin gespannt drauf. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.